Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Neverwinter. Mit der Alien, hallo. 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 Heute haben wir mal was Spezielles vor. Und zwar seht ihr rechts den Auftrag zu den Waffen. Also nicht den Auftrag, sondern das Ereignis. Und da werden wir uns direkt mal in eine Gruppe einloggen. Denn im Moment sind wir dabei, hier das so ein bisschen zu farmen. Das ist ganz interessant. Also wir haben jetzt auch schon wieder 4,5 Gold. Aber warte, ich lade uns erstmal ein, bevor ich hier groß rumrede, sonst komme ich nämlich zu nix. Das Ereignis ist sehr gefragt, es ist recht schwer, aber es bringt gute Gegenstände und Gold. Und das wollen wir jetzt mal ganz kurz mit euch zocken. Nur mal so als kleine Folge zwischendurch. So, ich bin drin. Die meisten Leute sind hier dann auch immer auf Level 60. Ja eben, also wir sind mit Abstand so die Schwächsten. Aber es kommen halt gute Gegenstände rum, die auch mal locker Level 60 sind. Wenn man jetzt sieht, rechts 2 60er, ein 38er. Eben war die Gruppe mit uns beiden nur aus 60ern. Also, es kann auch sein, dass man hier scheitert, weil die sind nicht ohne. Aber wenn man vorsichtig ist, klappt das eigentlich. Und man sollte seinen Heiler bereithalten. Das ist eigentlich ganz wichtig. Denn die kloppen hier schon ganz gut drauf. Ja, ich krieg da auch immer leicht Angst. Ja, gut. Also ich versuche mich immer so ein bisschen aus dem Damage rauszuhalten. Aber was wir nicht sind auch beide schon gestorben. Ja, und das trotz Heiler in der Gruppe. Also der hatte super, super Heilzauber. Und da kann man auch mal sehen, was so die Level 60er später so für Sachen drauf haben. Das ist zum Teil ganz schön krass. Also da wird man neidisch, ne? Ja, da gibt es dann so Kreise wie so Brunnen, die 500 Leben pro Sekunde heilen für jeden, der drin steht. Also das ist schon ganz schön cool. Und hier liegen auch schon mal andere Sachen rum. Kommen wir nämlich direkt dazu. Wilde Verzauberung bringt einem kritische Treffer. Und ich habe da jetzt schon mehrere, auch eine Verzauberung Stufe 4 gefunden. Das ist schon ganz nett. Und noch Sammelgegenstände. Die sehen wir gleich nochmal. Irgendwelche mächtigen Male der Schlacht oder sowas, die kann man irgendwo tauschen. Ich habe irgendwie total vercheckt, wo das ist. Man bekommt auch schon Rüstung für Level 60. Ja, ja, also alles, was man nicht brauchen kann. Dieser Schnickschnack und jenes. Jetzt ist der Hund ausgewichen, willst mich verarschen, Hund? Aber die kann man gut verkaufen. Ja, ja, also wie gesagt, wir seht es auch schon, wir sind Level, nicht Level, aber goldmäßig auf 4,5 aufgestiegen. Und da rückt das Reittier doch ein bisschen näher. Bald, bald. Ja, und wir haben ja gesagt, oh, was liegt denn hier so rum? Peinigender Ring. Also alles, was hier rumliegt, ist ganz schön guter Loot. Und wir versuchen jetzt mal mit der Gruppe noch so die Kisten zu erobern, die hier rumstehen. Wenn die Gruppe schlau ist, daran scheitert es ab und zu schon mal. Da. Da will aber keiner rein, das ist das Problem. Da, toll. Also, die Kisten sind nämlich optional. Es gibt 3 Kisten, die verschwinden, wenn der Auftrag vorbei ist. Das heißt, es ist also zeitlich begrenzt. Wo bist du denn? Ja, ich werde verfolgt. Von Gegnern. Oh. Dann halt dich bedeckt. Wo bist du? Ja, heil dich mal. Ich versuche dich so ein bisschen zu beschützen hier. Hast du deine Heilerin draußen? Ja, eigentlich schon, aber die ist sicher wieder irgendwo verreckt. Na, die müsst ihr doch sehen. Aber meine ist. Ja, meine ist auch unterwegs. Alter, jetzt sind sie alle hinter mir her. Scheiße, scheiße, scheiße. Und das ist halt das Problem. Es sind zu viele Orks hier. Wir machen zu wenig Damage, es gibt keine Heilung und deswegen werden wir jetzt sterben. Ich bin tot. Nein! Ich rufe mal. Bist du? Nein! Ich will das nicht, Schafo. Alien ist auch fast tot, ne? Das war aber knapp gerade, Alien, ne? Ja. Ich bin aber jetzt auch tot. Ja, ich bin tot. Ja, also das hat sich nicht gelohnt. Das war ja schon mal gut. Ich bin verletzt. Wie viele Gegner? Da sieht man es auch. Also wenn die Gruppe wenig Schaden macht oder allzu dumm ist, ich glaube, die haben jetzt hier wirklich extrem viele Gegner angelockt. Ja, dann passiert sowas, ne? Ja, die sind aber auch am Anfang nicht irgendwo hingegangen. Oh, ich wurde gerettet. Ich bin wieder tot. Okay. Vielleicht werde ich auch nochmal gerettet. Ja, ich glaube, das war nichts. Ja, ich meine, wenn die schlau sind oder wenn das irgendwie geht. Obwohl mich das gewundert hat, weil du warst ja tot, ne? Und wenn man tot ist, ist man tot. Und nicht lebendig. Ja, aber die können einen ja wieder retten. Ja, aber jetzt ist gleich der Heiler tot. Ja, der Heiler ist tot. Also die Gruppe kann auch nicht viel. Es ist ganz komisch. Am Anfang waren wir, oder unsere erste Gruppe, die hat das auch locker gelöst. Ich werde mich mal erlösen lassen. Ja, ich erlöse mich auch. Ja, das war nix. Nochmal. Hoffentlich kriegen wir schlauere Leute. Ach, Moment mal, wir sind jetzt sogar noch drin, kann das sein? Wir sind sogar noch drin, pass mal auf. Und jetzt? Ah, wir können jetzt weiterspielen. Ich dachte, wenn man tot ist, ist man endgültig. Wow, ja, gut. Nein. Gut, dass wir aber immer noch so nein, jetzt hänge ich am Boden und bin gleich schon wieder tot. Ja, aber gut, das ist jetzt die Frage, ne? Ob wir das jetzt schaffen,
Wenn die das hier eins nach dem anderen machen, könnte es ja vielleicht hinhauen. Naja, gut. Heiler, heil mich. Meine Heilgeil, die kommt auch gar nicht hinterher. Die ist da echt zu schwach für. Und ich versuche ja eigentlich die ganze Zeit nur meinen Verteilungsschuss zu setzen, damit ich möglichst viele Gegner gleichzeitig treffe. Ich weiß auch gar nicht, wo Bubi ist. Ja, die müsste eigentlich in deiner Nähe sein, oder? Na, die ist im Moment nicht da. Dieser Heiler ist im Moment nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem... Sie ist einfach nicht im Dienst. Nach dem Todesschrei. Ich finde das nicht in Ordnung, Bubi. Wo auch immer du dich aufhältst. Na, die hat Feierabend. Hast du sie vielleicht in Urlaub geschickt oder sowas? Ich weiß es nicht, wo die abgeblieben ist. Olle, wo bist du? Ja, die ist doch hier irgendwo. Ach, Mann. Es sind schon wieder so viele. Und ich war eben so dumm und hab meine Verletzung nicht weggemacht. Dafür hat man ja die Erste-Hilfe-Pakete. Oh ja. Hau ab. Ich hab meine auch noch nicht weggemacht. Hau ab hier. Keine Sorge, ich war da. Da kommen schon die nächsten. Man kommt überhaupt nicht dazu. Ich glaube, wir müssen hier weg. Das war... Hat mich diese Wolke gerade geheilt? Weiß ich nicht genau. Ich habe keine Wolke gesehen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat Alien auch nur wieder gepupst. Das könnte auch sein. Nein! Sowas mache ich nicht. Nein, natürlich nicht. Das kann ich gar nicht. Wer pupst denn hier? Pass auf, ich mache jetzt mal schnell meine Dingens weg. So, gut. Ist die Verletzung weg? Ich glaube, ich war nämlich ziemlich langsam und das ist hier eher schädlich, wenn man so viele Gegner hat. Die Bubis stehen hier alle an einem Fleck. So ist das eigentlich. Ja, die gründen jetzt die Gewerkschaft der Heilung. Ich suche die ganze Zeit. Da steht die hier einfach bei ihren Friends. Bei ihren Friends? Friends, ja. Ist das das neue Englisch? Friends? Ich sag das immer extra so. Ja, also ich glaube, die Gruppe wird das nicht hinkriegen, hier in die Kisten zu kommen. Die ist da ein bisschen zu schlecht für. Und jetzt sehen wir unten rechts, es gibt Medaillen der Schlacht. Und die kann man bei irgendwelchen Händlern tauschen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht welche. Sonst würde ich gerne mal wissen, ob das gut ist oder schlecht. Wir gehen hier aber auch noch nicht mal in Richtung Treppe, ne? Nee, also die Gruppe hat es nicht so auf die Kisten ausgelegt. Aber ich meine, sie ist auch nicht die stärkste. Die Gruppe, die wir nämlich eben hatten, die war enorm stark. Die hat hier alles weggeownt. Und wenn wir das jetzt schaffen würden, wäre es eben der dritte Durchlauf. Warte, macht das Schaden oder was? Ich weiß es nicht. Achso, ich wollte gleich auch mal meinen Artefakt ausprobieren, ne? Naja, das wollte ich auch machen. Lohnt sich eigentlich bei vielen Gegnern. Mal gucken. Da kommen jetzt wieder einige. Lassen wir uns überraschen. Ah, jetzt kommen die wieder von beiden Seiten. Das finde ich nicht. Deswegen erst einmal die eine hier. Die eine Seite ist nämlich immer recht schwach. Dann hat man sich das schon mal gespart. Toll, jetzt habe ich mich groß gemacht. Jetzt bin ich extra groß geworden. Extra groß geworden. So, ich benutze mal meinen, meine Laterne. Dadurch kassieren sie ja mehr Damage. So ist zumindest der Plan, dass das so ist. Ja. Also auch nicht wundern, das wird heute nur eine normale Folge, nicht sonderlich lang. Wir wollen das hier halt mal kurz zeigen. Vielleicht machen wir gleich nochmal einen zweiten Durchlauf hinterher, wenn es jetzt zeitlich doch, wenn wir wider Willen doch sehr schnell sind. Und dann finden wir vielleicht eine Gruppe, mit der das mal ganz gut geht. Aber wir wollten euch das halt eben mal mitgeben. Denn nicht, dass euch wundert, wir sind nächste Folge vielleicht drei Level höher und haben Geld für ein Reittier und so. Das wäre halt schon blöd. Deswegen nicht wundern. Ah, und jetzt gehen sie langsam mal zu den Truhen. Das ist auch mal interessant. Jetzt mache ich auch mal Schaden. Das ist ja schön. So, ich glaube, die sind jetzt nämlich zur Truhe gerannt, ne? Genau, jetzt ist die Truhe frei. Dann stürze ich mich gleich drauf. Denn hier sind auch immer ganz gute Sachen drin. Ich glaube, es ist auch Level 60 Loot. Genau, also das ist nicht ordentlich. Unheimliche Runensteine Level 4 und so weiter. Das kann sich schon sehen lassen. Hier oben ist auch noch eine Truhe. Du musst ja erstmal einen Platz erkämpfen. Mhm. So, ich habe beides. Und da waren jetzt wieder 15 Silber drin. Oder? Habe ich es richtig gesehen? Ich glaube schon. Ah, bei mir hängt aber gerade wieder ein bisschen der Server. Ach, naja. Und so ist die Verbindung zu dir nicht so gut. Das sind die Orks. Die Orks wollen das nicht. Jetzt kommen die hier aber wieder von rechts auch gleich. Ja, das ist nicht schlimm. Wir versuchen erstmal den Ork ein bisschen runter zu dreschen. Eigentlich hält sich's gerade gut in Grenzen. Ich glaube auch, weil wir unser Artefakt anhaben, geht das gerade ein bisschen besser. Naja, gut, das wirkt ja nicht mehr, ne? Das hat doch noch 2 Minuten. Ja, das ist sehr, bis du es wieder benutzen kannst, du Flöte.
Ach, herrje. Mann, lass mich. Grundlagen in Rollenspielen für Eldin heute. Das ist so peinlich. Ich sag immer nur peinliche Sachen. Heute lernen wir was über den Reload. Bitte lacht mich nicht aus, Leute. Bitte habt mich lieb. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Entweder nicht auslachen oder lieb haben. Ja, ja, ja. Naja, aber guck mal an sich. Also die Gruppe, die kann das besser als die letzte. Gleich steige ich auch mal irgendwann auf. Oh, hier lag irgendwas für mich. Das Schöne ist, man muss hier nichts teilen. Die Sachen, die hier rumliegen, die gehören einem. Also es gibt nichts mit Würfeln und so weiter. Ey, hört mal auf hier. Hey. Na, ich auch. Wo ist Bubi? Ich bin alleine gelassen. Wie, wo bist du? Boah. Da ist Bubi. Bubi steht einfach mitten im... auf dem Platz rum. Oh ja, und da ist der Endgegner dieses Gebiets. Ich finde es nur ein bisschen blöd. Wir haben die Gruppe hier noch nicht ganz vernichtet und da kommt schon der Endgegner. Das gefällt mir nicht so. Oh je, oh je. Ja, das könnte jetzt nämlich wieder problematisch werden. Wo sind die denn alle? Wir sollten halt jetzt nicht die von der anderen Seite auch noch anlocken. Nein, 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 raus da, raus, 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 raus. Nein, nein, nicht auf mich hauen. Also ich nehme mal schnell einen Heiltrank. Zur Sicherheit. Der, oh, oh, der wird nicht reichen, der wird nicht reichen. Nein, 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 bitte nicht. Sie werden mich umbringen. Ich bin so langsam. Ich bin tot, ich bin tot. Toll. Wieso? Wo bist du? Ich liege hier. Und singe. Ja, seh dich. Los, komm, schnell, Alien. Ich habe noch 6 Sekunden. Nein, nein, nein. So, ich bin wieder am Leben. Dankeschön. Aber meine Heilerin ist tot. Wie kriege ich die denn wieder? Muss ich die auch wieder beleben? Wirst du mit F wieder beleben. Wow, ja. Vorher bin ich wieder tot. Nein, nicht sterben. Doch, komm, Heiltrank. Boah, das war knapp. Vorsicht, die rennen hinter dir her. Ja, was? Nein, was du nicht sagst. Das sind ja ganz interessante Theorien hier. Ja, ich bin schon wieder tot. Mann, ich hab dich lass mich erlösen. Mano, komm ich halt wieder angerannt. Immerhin ist dann Heilgeil auch wieder am Leben. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, eine große Verletzung, weil ich 2-mal gestorben bin. Obwohl, nee, ich habe mich ja geheilt. Alien sehen. Versuch ja auch noch irgendwie Schaden zu machen. Ja, haben wir eigentlich einen Heiler? Doch, der Durmatz, der ist doch oder nee, ist taktischer Magier, ne? Ja. Naja, Alien ist generell immer letzter, muss man sagen. Ja, obwohl leider. Das bei dem Schaden nicht so schlimm ist. Guck mal, der Oberste hat 230.000 erlitten und ist nie gestorben, oder? Doch, der ist auch 2-mal niedergegangen. Also stark war das nicht von der Gruppe. Ja, die Gruppe läuft ja nicht, die Kiste läuft ja nicht weg. Ich sammle erstmal mein Zeug ein. Und wie man sieht, jetzt bin ich wieder so langsam, ne? Weil ich verletzt bin. Das ist eine Frechheit. Ich werde mich noch einmal heilen. So. Mal sehen, was wir drin haben. Hier gibt es immer so Farbpakete. Damit kann man seine Charaktere irgendwie oder die Rüstung umfärben. Ist ein blaues Item. Möchte später mal gucken, was das vielleicht wert ist. Level 4 Verzauberung ist ziemlich gut. Und 20 Male der Schlacht oder Medaillen sind auch nicht schlecht. Oder waren es 20? Ich glaube, diesmal war es nur eine. Aber ich habe schon ziemlich viel auf jeden Fall. Hier 153. Ich gehe mal wieder hier raus. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So. So, so. Unsere Feinde sollen den göttlichen Zorn. Ja, wollen wir nochmal eine Runde machen? Ja, aber unsere Verbindung ist gerade wieder was schlecht. Ich höre das. Das ist nämlich immer, wenn die Verbindung schlecht wird, höre ich Aliens Mikro extrem laut in der Aufnahme. Also ihr werdet mich dann auch doppelt gehört haben, aber macht ja nichts. Jetzt dürfte es besser sein, ne? Geht so. Bei mir bist du noch ein bisschen Roboter. Immer noch Roboter? Weisheit kommt ja. Und fast jetzt weg bist du. Ja, es ist gerade ein bisschen verzögert. Okay, dann würde ich sagen, aufgrund technischer Probleme lassen wir es heute einmal damit. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal noch ein Ründchen. Ich finde es an sich ganz spannend. Wir werden für uns auf jeden Fall noch so ein bisschen farmen. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob das für euch okay ist, wenn wir solche Events öfter mal machen. Denn, dass ihr die mal seht, ist ja immer ein bisschen anspruchsvoller. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Neverwinter mit der Alien. Und dem Schafo. Macht's gut, tschüss.